ich habe jetzt für ein Jahr unterschrieben. Ich freue mich riesig auf das nächste Jahr. Sportliche Ziele, ich glaube, wir müssen uns einfach als Team weiterentwickeln. Die Konstellation nächstes Jahr steht noch nicht fest. Da sind wir alle ziemlich gespannt drauf, aber ich denke, dann gehen wir es einfach in der Vorbereitung an und probieren es bestmöglich herauszuholen. Ich freue mich riesig auf die Saison. Ja, einmal natürlich menschlich, einfach extrem weiterentwickelt durchs Alleineleben hier, durch die Kontakte, die man geknüpft hat, durch die ganzen Geschichten, die hier passiert sind, aber natürlich auch vor allem sportlich. Ich glaube, ich habe in den zwei Jahren Riesenschritte gemacht, gerade hier in der Halle. Von jemand, der eigentlich nicht mithalten kann, zu jemand, der jetzt wirklich dabei ist und eben mithalten kann, das freut mich natürlich selber riesig. Ja gut, am Anfang war es unglaublich schwer, ist ja klar. Ich habe volleyballerisch quasi nicht mithalten können. Das war ja dieses riesige Projekt, das der Hans mit mir gemacht hat. Da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Deswegen war es natürlich schwer, in ein Team reinzukommen. Ich meine, die waren alle unglaublich stark, sind sie ja immer noch, aber ich habe da einfach nicht reingepasst, rein von der Leistung. Deswegen war es schwer. Man kennt sich dann natürlich aber menschlich besser lernen, ja, und dann kommt natürlich das Sportliche dazu. Wie gesagt, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe Schritte in die richtige Richtung gemacht und deswegen passt es jetzt alles wunderbar und es klappt richtig gut und es macht mega viel Spaß.